mit dem Unique Typhoon H über dem Moor Helmsgrün bei Bad Lobenstein im Thüringer Schiefergebirge. Ein ganz kleiner Teil des Moores ist erhalten geblieben. Der Großteil wurde im Zuge der Besiedlung des Gebietes trockengelegt, wobei früher die gesamte Hochebene mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Moor war. Hier sehen wir noch die Entwässerungsgräben. Der Torfkörper wurde abgetorft und im Bad Lobenstein zu Heilzwecken verwendet. Ein vitales Moor ist ein Wasserüberschussgebiet, in dem durch Torfmoos in 100 Jahren etwa 1 cm Torfschicht aufgebaut wird. Dieses Moor ist von seiner biologischen und biodynamischen Funktion weitestgehend tot. Entwässerungsgräben, um den Wasserüberschuss abzuleiten. Das abgeleitete Wasser wird über einen Drainagegraben komplett aus der Hochebene abgeführt. Hier haben wir nochmal einen Eindruck davon, wie groß die ursprüngliche Moorfläche früher gewesen sein muss und wie klein das heutige Helmsgrüner Moor nur noch in der Landschaft liegt. Und dennoch bietet es in seiner vielfältigen Biodiversität vielen Tieren und Pflanzen eine Heimat.